Wer auch immer in dem Haus lebte, es hing eine finstere, bedrohliche Stimmung in der Luft, wie Klammernebel im Sumpfland. Die heldenhaften drei schafften es durch die Fallen und Schrecken des seltsamen Baumhauses. Nur, um von der schrecklichsten aller Kreaturen aufgehalten zu werden, einem Drachen. Das sieht aber gar nicht so aggressiv aus. Nein. Er hat einen Ohrring, das ist voll cool. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ein würdiger Gegner. Ich stehe auf Ohrringe. Wahrscheinlich liegt es daran. Warum greift er nicht an? Typisch menschliche Reaktion. Ich sehe was Komisches, Großes, was eigentlich ganz toll aussieht. Erstmal draufschießen. Ja, Felix. Willst du mal aufhören? Er greift doch gar nicht an. Nö, wir sterben einfach so. Weil ich schleiß wie die Lemminge. Ich springe rüber, ich schaff's nicht. Was passiert? Ach, es wird daher springen. Warte. Danke. Hab doch schon längst eine gebaut. Ja. Wenn ihr jetzt geschafft, das reicht. Ich bin rübergeflogen. Nicht real. Was? Wo ist der hin? Er war nicht real. Das war nur eine Illusion, Pontius. Eine Art Wachhund. Ja, aber warum sind wir in dem Feuer gestorben, was denn hier drin war? Ich hoffe, wir treffen nicht auf das Original. Weil das ewiges Feuer war. Das war auch nur eine Illusion dann. Wollen wir das dann echt dreimal spielen? Wie dreimal? Wieso dreimal? Ja, die Vogelscheuche. Die explodiert nach einer Weile. Die Vogelscheuche sieht aber schwierig aus. Wieso willst du das Spiel dreimal spielen? Wir reden von dreimal. Naja, weil du gesagt hattest, von jedem Charakter die Skills hochleveln. Du musst nicht das dreimal durchspielen und für die Charaktere die Skills hochzuleveln. Sieht gut aus. Ja, nimm so ein kleines, genau, danke. Nichts Hilfreiches, sondern ein richtig kleines. Wie wär's, wenn das so machst, dass es da hochkommt, nicht, dass man da behindert wird? Dankeschön. Perfekt. Ich wollte eigentlich so viele Dinger blocken. Wenn du nach oben eins an die fliegende Kette hier in der Mitte ran machst, links. Da. Ranpappen. Dann kann man das sich sogar draufstellen. Dann kann man die Sachen, die da oben sind, holen. Kommt gleich wieder. Jetzt kommt's wieder. Zack. So, sind wir nur noch da dran. Um da hochzukommen. Warte mal. Nee, andere Richtung! Wenn sie da dran springen können doch. Ja, jetzt brauchen wir es aber wieder für die andere Richtung, oder? Ja, logisch. Aber schön, ich habe gerade gesprochen, das Mikro war nie unten und Lumi hat mich perfekt verstanden. Ja, weil ich die Sachen auch so mache, aber muss ich mir nicht alle in Einzelheiten erklären. Ich bin mal nett, ne? Oh, ich krieg trotzdem Damage. Wieso krieg ich denn trotzdem Damage, wenn ich nach oben blocke? Weil es dir recht geschieht. Das muss ich mal erklären, warum das nicht funktioniert hat. Wir müssen jetzt, zwei müssen unten an die Dinger und einer muss oben mit dem Wagen ran. Würde ich auch sagen, aber ich bin tot. Blöd, weil jetzt einer tot ist, ne? Er könnte einfach den Wagen oben schieben. Ich würde sagen, ich würde nicht. Ich hab mich neben Benny gelegt. Danke für die Solidarität, Felix. Danke, danke. Schön, wie sie dort die Planke und unsere Leichen weiterschieben. Ich stehe auf Leichen, das weißt du doch. Ach so? Bist du nicht aktuell stand sie gerade auf Leichen in dem Moment, ja? Stand sie einfach drauf. Übrigens kann man doch einfacher abkürzen. Ich kann zaubern. Escape und zurück zum letzten Checkpoint. Das untergräbt aber irgendwie so ein bisschen das Spiel. Magst du vielleicht nach unten kommen in den geschützten Bereich? Geschützt? Jeder muss nach oben. Ich könnte mehr nach oben gehen, wenn ihr Bock habt. Ja, wir müssen nur zu zweit. Wir müssen nur zwei betätigen und nicht naja, drei. Ich stehe ja unaufheben, ne? Also so ist es ja nicht. Ach so, weil das Ding da dran war, deswegen. Ah, okay. Ja, dann müssen wir doch weiter schieben. Lumi, du musst schieben. Du bist der Zauberer. Warte. Pass auf, ist noch so ein Ding, ne? Stimmt, du kannst einfach die Dinger drauflegen, dann können wir einfach durchlaufen. Wenn sie nicht tot wäre, könnte man einfach durchlaufen. Ach, ich bin auch tot. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Ich würde sagen, das ist das letzte Level jetzt. Was? Das letzte Level.
Für heute. Ja. Oder für immer. Nö, von mir ist nicht für immer. So, du kannst uns einfach deine Dinger da drauf pappen, dann müssen wir hier gar nicht großartig laufen, wenn du deine Teile da drauf stellst. Ja, vielleicht genau. Nicht so groß, weil da gehen sie kaputt durch die... Ach nee, die gehen nicht kaputt durch die Dinger. Never mind. Vergiss es. Ah, schönes Musst Ding. Du oben noch eins draufstellen. Und dahinter. Benni schlüpft durch. Weil man nacheinander drückt und dann guckt man, man muss sich gar nicht gedrückt halten, glaube ich. Wie ist letzte Level? War das jetzt letzte Level? Nein, oder? Nein. Wenn so ein Zwischensequenz-Dings kommt, ist ein Level vorbei. So eine Erzählergeschichte. Ich glaube, so war es nicht gedacht, Felix. Aber wäre nur so eine Vermutung. Ich weiß ja, wie das zu lösen ist, aber ich gucke mal wieder an, wie ihr das macht. Wo bist denn du? Ich stehe da neben dir quasi. Ach, du bist jetzt die Frau, ne? Nee, ich bin der dicke, fette Krieger, aber ich stehe neben dir. Ach so. Du stehst natürlich nicht hinter mir, sondern neben mir. Ah, oh, hier brauche ich wieder jemanden. Möchtest du dir, dass der Krieger hinter dir steht? Nein, möchte ich nicht. Kommt man denn da durch? Ich kann nicht auch nah hinter dir putzen. Wie kommen alle da jetzt durch? Ich weiß es, aber ich will dich mal ein bisschen rätseln lassen. Ich hab's schon gesehen. Nein! Das ist nämlich einfach rechts unten, muss bloß dieses T-Stück rausmachen, dann gibt's kein Feuer mehr hier, weil es kein Feuerzufuhr mehr gibt. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Ha! Ist jetzt gefunden. Oh nein. Sehr schön. Oh, jetzt macht es Monster. Lumi, du musst irgendwie hier hochkommen. Vielleicht kannst du das T-Stück wieder dran machen. Da kommt eine extra. Wieso musst du Lumi hier hoch? Ja, weil Ding da öffnen. Ich hab doch schon geöffnet. Au! Noch weiter hoch müssen wir aber trotzdem. Oh, Entschuldigung, ich wurde hier gerade von irgendwas abgeschossen. Wollte nicht da drauf springen. Wir brauchen, glaube ich, mehr Türme. Spinnen! Aua! Aua! Ja? Tetris mit Lumi. Ja, wir müssen wirklich mal Tetris gegeneinander spielen, aber ich habe keine Switch, ne? Tricky Tower, Benny. Das kostet aber 15 Euro, das lohnt sich für einen mal irgendwie nicht. Aber dass es in diesem Spiel einfach keine Zeit mehr gibt. Ich habe es, du hast es. Warum hast du es noch für Lumi? Was? Aber da waren noch Sachen zum Einsammeln. Lumi, wir reden von Tricky Tower. Nein! Ich bin runtergefallen. Das ist so Neuzeit, Das ist ein. Nee, ist eigentlich ein Rätselspiel. Es ist halt Tetris noch ein bisschen mit lustigen Sachen dazu. Oh! Genau in dem Moment, wo ich da springe, kommt die mit dem doofen Brett an. Haben wir jetzt da oben alles eingesammelt? Ja! Ich bin noch. Brauch jemanden, der oben ist, damit ich das hinhalten kann. Ja, vielleicht machst du dann hier links nochmal den Tower neu. Warte, ich hol's selber. Oh, runtergefallen. Yay! Yeah! Oder auch nicht. Okay, du hast doch nicht hier bauen, das ist ein Knie, ey! So Aggressivität, was ist denn los bei euch? Ich verbrutze dich mit meinem Flammenschwert! Ich hab nichts gemacht, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Der arme Zauberer kann nichts machen! Ich bin jetzt, ganz drüben und es bringt einfach nichts. Ja, der ganz drüben geht's ja auch irgendwann, unten geht's weiter, da habe ich einen Hebel betätigt, aber danke, dass du uns alle einbaust. Was soll das? Weil du hier im Weg rumstehst, und sonst wäre das viel einfacher geworden. Wo kommt denn die Kiste jetzt hin? Wo geht's jetzt? Ich bin oben. Wo soll jetzt was noch sein hier? Ich dachte, wollte wissen, ob da oben noch was ist. Mich noch. Doch, eine ganz große Kugel. Warte, ja genau. Und ich halte dir hier die Kiste. Ja, lasst mich halt einfach hier allein stehen. Das braucht man hier auch jetzt nicht. Ja, tu sie noch weiter wegziehen! Ich wollte dir eigentlich erst platzieren, aber dadurch, dass du danach so gesprungen bist. Ja, jetzt bin ich wieder so doof, weißt du? Ich warte jetzt hier halt einfach. Wir kommen nicht da hoch ohne deine Hilfe. Wir kommen hier nicht hoch ohne deine Kisten und Planken wurden nicht platziert. Das ist so schön gemacht vorhin. Das nein, die waren alle kaputt. Ich kam nicht hoch. Du brauchst vor allen Dingen noch nicht mal runterspringen, du hättest das auch machen können. Du darfst nicht reinlaufen, sonst kriegt Lumi das nicht hin, die zu platzieren. Ja, bei allen Dingen stehst du jetzt schon wieder im Weg rum. Was machst du denn hier für... Willst du mal wieder rüberkommen? Danke. Ich hab das auch gerade auf die harte Tour gelernt, dass Lumi da ihre ganz persönliche Ordnung braucht, sonst funktioniert das alles nicht. Aber es funktioniert, wenn ich meine Ordnung habe. Ja, noch weiter rüber. Du hättest einfach auf mein Schild springen können, hättest es geschafft.
Ja, aber man muss es ja nicht so weit rüber. Ja, ich kann es auch machen. Danke. Ja, wir müssen eh unten hin. Juhu! Feuer! Feuer und Flamme sind wir alle hoch. Ups. Heiß. Huf, mein Puppi. Hallo. Na, wie geht's euch so? Nein, sollt ihr nicht. Sollt mich so nennen, wie es euch beliebt, aber nicht zwanghaft Lena. Doch, nennt sie zwanghaft Lena, sie mag das. Sie gibt's nur nicht zu, sie will, da, will euch nichts aufzwängen. Da oben ist noch Sachen. Benedikt ist halt mega gestellt, wenn er bis verzweifelt versucht, mich Lena zu nennen. Das ist so albern. Was ist denn los mit euch da oben? Ich werde gerade gegrillt. Oh, wo soll da oben sein? Ich hab dir gerade eingesammelt. Ja, super. Auf ihren Weg zum Horizont. Naja, ihr könnt mich ja wieder beleben. Auf dem Wald. Ich hab hier ein Problem, gell? Ein General, eine Fliegerstaffel hinterher. Alarm zu geben, wenn so wär. Lass dich einfach durchrollen, wie wär's? Ja, dann sterb ich aber. Dann geh doch wieder hoch. Ich häng vor allem direkt dazwischen, willst du? Also stirbst du gar nicht, das stimmt überhaupt nicht. Nein! Du stirbst nicht! Ich roll hier mit runter! Das ist, er hat vorher mal wegspringen sollen. Weil ich die Kugeln gestapelt habe! Macht's gut, meine Freunde! Du hast die Kugeln gestapelt! Ja, weil ihr mit dazu gekommen seid! Keine Ahnung, wie viel. Da kommen noch mehr Kugeln! Auf der anderen Seite. Wie viele Kugeln kommen denn hier? Unendlich viele. Lalalala! Kommt wirklich unendlich? Also hier ist noch ein Tor, was wir aufmachen können. Ja, kannst du das aufmachen? Nee, das ist ein Metalltor, das kann ich nicht aufmachen, brauche irgendeinen Hebel oder sowas für. Ah, die kommen wirklich unendlich. Ja, die kommen wirklich unendlich. Blöde Spinne! Das da! Ich hätte sie nicht aufmachen. Ich hab's geschafft. Wo ist denn das? Das Ding ins Bummens? Da fehlt noch. Wo ist der Hebel dafür? Vielleicht hier hinten erst? Ist man halt tot, okay. Vielleicht hier hinten erst? Glaube ich nicht. Ja, hier schon, ich da ist war, da war irgendwas. Ist das hier? Ja, tatsächlich, warte mal. Dann halte ich jetzt die Dinger auf und der Felix holt den Rahmen. Kannst du einfach Felix die Dinger rollen lassen und rüberspringen? Was soll ich machen? Die Sachen holen! Links! Verdammt! Ja, lass los, ich bin schon drüben. Ja, du musst ja wieder rauskommen. Ja, ich spring dann einfach in den Tod, Benny. Hier ist eh zugegangen. Ja, das könnte vielleicht ich gewesen sein. Du hast ja gesagt, du kommst ja schon wieder raus. Okay, jetzt ja, dann steig nochmal kurz drauf. So. Wenn das Ganze dreidimensional wäre, dann könnte man hier durch die Treppe gehen. Das ist halt, ich finde das zweidimensional schon besser. Tatsächlich. Da. Tschüss, Lumi. Vielleicht sollte sie einfach nur Lena nennen, wenn sie Quatsch macht. Das wäre auch eine gute Option, oder? Oh nein, was ist denn Scheiß, echt? Okay, jetzt haben wir hier wieder. Achso, damit das Ding. Soll ich das hier hinpacken? Brauchen wir das irgendwie dafür? Brauchen wir das andere? Ah, die kommt schon irgendwann. Die ist tot. Ah, du bist tot. Ja. Mach doch sowas nicht. Ich guck mal, ob ich sie retten kann. Das glaube ich nicht. Cool, die haben sich ja alle gestaut. Das ist gut. Das ist gebockt. Huch! Danke! Guck mal hier! Hast du schön gemacht! La 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 la! Ja, und ein Ben ruiniert's wieder! Muss ja aufräumen, ja? Die müssen ja ordentlich. Das ist ja komplett verkeilt! Wie der halt komplett verkeilt hat! Eine Frau, Was machst du da drüben, oh? Lumi, wir tauschen gleich wieder die Rollen! Wenn du das jetzt nicht so durchbekommst, dann packst du in Zukunft kein Auto mehr. Weiß nicht, wie schwer auf. Die Dinger zu drehen sind, ey. Die sind überhaupt nicht schwer zu drehen, die sind ganz einfach zu drehen. Eben, neben Controller. Nee, auch ohne Controller. andersrum. Ja, aber da. Wo wollen wir denn hin? Na, auf jeden Fall nach oben. Und zur rechten Seite. Weil nach unten macht es keinen Sinn. Ich hab's aufgeräumt! Juhu, Penny, super! Wo ist denn der andere Hebel eigentlich? Ich kann nur aufräumen. Da oben, oder? Jawohl. Aufräumen!
damit sie wieder schön rollen können. Ich höre euch gerade nicht mehr, ist ein bisschen laut bei mir gerade. Perfekt. Ja, gut, Alter. Was machst denn du jetzt? Ich hab Platz gemacht, weil ich nicht hochgekommen bin. Na, wie läuft's bei euch? Na gut, geh ich mal weg. Nö. Ich bin gerade noch ein bisschen unsicher, was wir jetzt machen sollen. Ich bin gerade unsicher, wo der andere Hebel ist. Ach, Lumi, kannst du mal ganz kurz deine zauberischen Fähigkeiten nehmen? Ach, da hinten ist der andere Spiegel. Ja. Für das Rohr, das Biegerohr mal nach links. Das gebogene Rohr nach links. Mit Biegerohr. Biegerohr. Aber mal das Biegerohr nach links. Geborene Rohr, wollte ich gerade sagen. Geboren, um zu rohren. Hui! Über uns ist jetzt noch Stuff. Ah, hier geht's auch weiter. Ist der Spiegel jetzt nur dafür da oder wofür soll der da sein? Ich denke schon. Ich bin tot. Super. Du darfst nicht so viel Gift trinken. Du bist denn gar keins. Vor allem Benny hat ja einfach ein Schild. Ja, aber das hat irgendwie für dich nicht funktioniert, ne? Naja. Lumi, stell dich gemütlich. Ich will dir eigentlich einkesseln. Du wirst gleich gegiftet. Ich bin in der Badewanne vergiftet worden. Sowas Brutales. Zack, Benny, drauf. Der hat irgendwie nicht zugehauen mit dem Hammer. Der hat den zwar gezogen, aber nicht zugehauen. Oh nein. So, Lumi, dann stapel einfach mal zwei Kugeln. Ah ne, warte, das macht's gerade von alleine. Ich musste gar nicht. Musste gar nicht die Kugeln stapeln. Was wollt ihr eigentlich? Ich würde einfach warten, aber ihr könnt es natürlich auch. Ich habe die Kugel extra aufgeräumt, damit die nicht gestapelt werden. Ach Mann. Die segelt ganz cool rüber und ich hänge hier rum. Ja, aber ja, du bist wieder zu dick. Oh. Ich weiß nicht, wo die Spinne hin ist tatsächlich. Keine Ahnung. Wäsch. Da oben gibt's noch irgendwas. Geht's noch weiter hoch? Ja. Ach komm schon, Felix. Ah, schön. Du meinst, dass du jetzt hier raus, wenn du sowas gemacht hast? Hoppa. Übrigens, Felix, Chris hat mich gefragt, ob wir mal Elite Dangerous zusammenspielen wollen. Und? Ich habe gesagt, generell schon, jetzt direkt in nächster Zukunft wird vielleicht mit mir irgendwie wieder Lust, ein bisschen schwierig. Oh, die Schmuck ist ja oben. Ich weiß gerade nicht, wann ich das alles spielen soll. Da muss ich ja schon arbeitslos sein. Ja, dann mach mal arbeitslos. Los geht's. Oder hättest du deinen Job gekündigt? Ja, na? Oder am besten noch mehr Kurzarbeit kriegst. Spinne ist weg. Gut. Oh. Dafür kann ich jetzt nichts, ja? Da kannst du mir nicht einen Schuh anziehen. Ja, da kam noch das doofe Brett. Ich weiß nicht, dass du da nochmal hoch willst. Ich dachte, da oben gibt's ein Bonuszeug. Ich weiß nicht, ob hier oben noch irgendwas. Doch, da ist noch Sachen. Aber ich weiß nicht, ob hier sonst noch irgendwas ist. Ich sehe das oben komplett. Nicht komplett, aber ich glaube, es ist nur Stein oben. Da war nichts mehr. Ich glaube, da ist nichts. Ups. Felix macht alles kaputt, ja, so ist das. Das ist nicht Felix. Alles kaputt, ich bin tot. Sag ich doch. Toll. Scheiße. Für mich hat das ja perfekt geklappt, ich konnte jetzt genau rüber. Tiefe Persönlichkeit, Felix. Wir sind jetzt oben. Wie sieht's bei dir aus? Nett. Schaffst du das noch? Mensch, Geschicklichkeitstest ist echt nicht dein Ding, oder? Mehr sagen dazu nicht. Meine Schwester ist schlau, ja, der Verstand wohl geübt. Doch sorge ich mich, da ihre Stimmung sich trübt. Übrigens, die Gedichte erzählen sich ein bisschen Hintergrundgeschichte, ne? Von dem Spiel. Huch. Und jetzt mal da drüben die Sachen holen. Ich hab euch gerade ein bisschen was runtergefallen. Oh, nein, nicht runterfallen! Oh, das war knapp. Lumi, eigentlich bräuchte ich dich vielleicht sogar hier oben. Ja, dafür genau. Ich hab nichts gemacht. Benny war das. Eventuell war ich das. Eventuell? Hey!
Warte mal, wenn ich mich hier, hau nochmal den Hammer dagegen. Moment, ich weiß meinen Hammer wieder. Ja. Ich hab den Hammer noch nicht wieder. Der ist wieder irgendwo hängen geblieben, keine Ahnung wo. Ich glaub, mein Hammer klebt ja an dem Ding. Aber der ist gern mal irgendwo auf Wanderschaft. Ja, da hab ich ihn wieder jetzt. So, warte. Jetzt so. Ah, schade. Ja, er muss verpassen, los, dann fliegst du auch, ja. Trapezartist hab ich gerade bekommen, Benny, für das Zeichen. Funktioniert schon. Ja, du bei mir auch. Hä, ich glitsche einfach durch das Ding durch? Nice. Das kann jetzt nur noch 3 Stunden dauern, bis die Jungs keinen Spaß mehr an der Sache haben. Dann haben wir ah, ich hab das eine bekommen, das reicht so weiter. Dicken Hammer. So, ich wollte euch das eigentlich hochmachen, aber offensichtlich hatte daran kein Interesse. Ich mach die ganze Zeit nur, um das hier euch hochzuhalten und jetzt hast du einfach. Voll weit runter. Ich glaube, hier unten brauchen wir dich, Ja, aber da oben ist ein verdammtes Ding. Da oben ist was? Monster! Huf! Ich geh jetzt hier runter. Da braucht man Lenas. Halt auch. Dann lassen wir jetzt oben die Flask halt einfach liegen. Ja. Lena, wir brauchen deine Spezialfähigkeit da ganz unten. Da komm ich doch jetzt nicht hin, oder? Nicht gerade doof. Ich weiß es nicht, ich glaube eigentlich schon, dass ihr da hinkommt. Achso, die. Ja, da komm ich hin. Die habe ich aber letztens. Die kannst du was rausnehmen. Das wäre wahrscheinlich auch deine Aufgabe, du musst selber hier hoch. Alter, hier kommen Haufen Echsen raus, what the fucking hell. Du musst selber hier hoch. Doch, du kommst da hoch. Ich bin ja auch einfach hochgesprungen. Hast du das gemacht? Einfach wieder hochspringen und nochmal Leertaste drücken. Wenn du gegen die Wand springst und weiter Leertaste drückst, springst du höher. Nee, das macht der ja nicht. Doch, der mag ja einfach schon nicht. Der Magier springt dort einfach gemütlich zwischen den ganzen Echsen rum und ich versuche die ganze Zeit zu erlegen, ey. Kann doch nicht sein. Solange wie das Ding da brodelt, kommt die Echsen da raus. Übrigens, du könntest das ganz einfach erstmal beenden. Geh einfach nach unten und mach den Feuer. Könntest du auch einfach so ein komisches hier Dingens draufstellen? Was zum draufstellen? Dann kannst du. Das muss es nicht so ein schwieriger Sprung. Ja, das ist kein Minecraft-Vierer-Sprung ohne Kopffreiheit um die Ecke. Oder ich mach so und dann springst du von mir ab. Wenn dir das lieber ist. Ja. Ja. Ja, du mir lieber. Du hast das rechts das rausnehmen, damit es weniger Feuer ist rechts dann unten. Hast du es rausgenommen? Ja, ich hab's rausgenommen. Ah, perfekt. Brauchen wir das nochmal, soll ich es mitnehmen? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten, spontan. Wirfst mir halt auf den Kopf wieder. Danke. Die Ex ist gerade zurück in das Ding jetzt gekrochen. Jetzt ist es im Weg. Ist schlecht, ne? Jetzt musst du es wegräumen. Ja. Aber wisst ihr, warum ich eigentlich heute so gute Laune habe? Ja. Vor dem Stream habe ich mir einfach 2 Donuts gegönnt. Das ist schön. Ich mag Donuts. So, jetzt hört das Ding auch. Ja, jetzt hören die Echsen endlich auf. Ich würde es ja anders machen, da kommst du ohne Verletzung da durch. Ja, das ist zu spät, jetzt hat mich schon verletzt. Ich komme hier aber auch nicht. Aber du musst ja wieder. Doch, du kommst zurück. Wenn du mal deine Augen aufmachst. Ich geh uns mal kurz alle heilen, ne? Mal sehen, wann. Ah, ja, doch, sie hat's gesehen. Krass. Was denn? Ich glaube, es ist ein weit. Also, ich glaube, es ist nicht Geheimgang. Ich glaube, es ist hier wirklich. Wo soll man hin? Das ist halt schon echt ein Vorsprung, weil du schon mal gespielt hast. Ich habe uns mal alle geheilt, ne? Ja, hast du schön gemacht. Ich muss das echt wegnehmen, wo ich draufspringen will. Ich wusste, dass du draufspringst. Ich wollte eigentlich ein größeres machen, was ein bisschen bequemer ist. Geht's aber nicht weiter, oder? Doch, warte. Ach so, eine Kurve. Du müsstest den Hebel aktivieren, genau. So, das ist das Ding oben. Jetzt kannst du dieses lange Stück hier drüben holen. Ich nicht, wenn sie stirbt. Nicht, wenn er mir das Sprungbrett klaut. Ne, du brauchst ja nicht direkt hinterher springen, du hast doch mittlerweile mitbekommen, dass die Kopfbretter... Da oben ist übrigens noch was. Achso, ich muss das dann revive ich mich halt eben, mach ich. Geh uns bitte erstmal alle heilen, Benny. Ich wäre doch automatisch, wenn Lumi sich revived.
Wenn du Lumi komm mir eh nicht mehr raus, ja. Tatsächlich. Oh, doch, jetzt so komm ich raus. Das ist interessant. Checkpoint. Ich komme nicht raus. Du musst da was wegmachen, das oben ist zu nah dran. Nee, nicht unten, das oben. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Das unten wäre schwierig. Ja. So, darf ich jetzt? Wobei, ich muss gar nicht rüber, ne? Nee, musst du glaube ich nicht, tatsächlich. Wozu brauchen wir das jetzt? Weiß ich nicht. Ich nehm's mit. Naja, dafür? Brauchen wir das dafür? Ich glaube nicht. Jetzt, doch, das geht jetzt hier irgendwie weiter. Ich glaube, jetzt vermischt sich jetzt. Aber das ist doch das Echsenfeuer. Das ist doch ja, Quatsch. Aber es gibt ja kein Feuer mehr. Ja, aber warum willst du es dann verbinden, wenn wir das. Vielleicht wegen dem, was oben war? Was war denn oben, was ich ausgeschaltet hatte? Vielleicht kann ich das Feuer noch irgendwie anders. Ist nur ein Checkpoint. Hier ist noch was. Was? Wo ist noch was? Da das Rohr. Vielleicht kann ich da irgendwas runterleiten. Aber musst du dir aber das um die Ecke mitnehmen. Aber das ist doch auch das Echsenfeuer. Würde ich sagen, oder? Das ist das Echsenfeuer. Oh, jetzt bin ich rübergekommen. Super. Und hier ist nichts mehr. Hier unten ist noch so ein Biegerohr, ne? Ja, aber wir brauchen die Rohre, glaube ich, nicht. Wir haben das Rätsel hier gelöst. Wir können weiter rechts. Wo geht's? Rechts geht's weiter? Ja. Warum gab's dann da rechts noch ein Rohr? Ich komme nicht raus. Das wäre ja vollkommener Blödsinn, wenn es rechts noch ein Rohr gibt, wenn man dann gar nicht anmachen kann. Ich komme hier nicht raus! Wo denn? Ich bin zu doof, ich bin rechts oben. Mach's einfacher. Ja, das ist doch irgendwie seltsam, dass es rechts kurz vor Ende noch mal ein Rohrstück gibt, womit wir gar nichts machen können. Das muss man halt wegmachen, damit wir hier den Platz. Also, hier war ein Biegerohr um die Ecke. Ach so, ja. Ja, wir müssen hier weiter, ne?